Hallo, heute sind wir beim Weingut Markus Schneider in Ellerstadt in der Pfalz, um einfach mal zu gucken, was er hier so treibt, ihn ein bisschen im Weinberg zu begleiten, uns durchs Weingut führen zu lassen und natürlich vor allen Dingen auch, um Wein zu verkosten. Von daher, lasst uns mal reinschauen, was der Markus gerade so macht. Markus Schneider, ich weiß gar nicht, ob man da überhaupt noch viel sagen muss. Eigentlich kennt ihn ja schon jeder. Er hat was geschafft, das nur wenige deutsche Winzer geschafft haben. Er hat hier in der Pfalz wirklich was Großes aufgebaut, was für Qualität steht. Außerdem ist er auch international wirklich erfolgreich mit unterschiedlichen Produkten und unterschiedlichen Projekten in Portugal, in Südafrika und sogar auch an der Mosel im Norden Deutschlands. Hallo Markus. Hey, grüß dich, herzlich willkommen. Vielen Dank, schön, dass ich da sein darf. Ja, du. Freue mich immer über Besuch. Gibt's was zu verkosten heute, oder? Ja, wir probieren Ja? ein bisschen was. Wir gehen in Weinberg und Keller. Hat sich auch ein bisschen was getan die letzten Jahre. Ein paar neue Dinge ausprobiert, können wir drüber reden. Super, Ja? alles klar, machen wir das. Super. Also? Aber ist dann die Pfalz einfach nicht wirklich auf einen Punkt zu bringen, sondern ist halt einfach so vielseitig, dass man nicht sagen kann, Die das ist das Frage, ob der Pfälzer Winzer Terroir. auf einen Punkt zu bringen ist, ne? Ich bin da vielleicht etwas flexibler, Na. und wir haben uns da auch reingetrunken im wahrsten Sinne des Wortes, ne? In Na. die Gegenden und haben dann gesagt, wow, ne, das sollte doch bei uns funktionieren. Wie gesagt, wir haben vor 10 Jahren begonnen mit der Forschung Ja. in dem Bereich und jetzt sind wir so weit und sagen, jetzt starten wir durch, ne? Jetzt pflanzen wir, um dann in 5 bis 6 Jahren oder haben gepflanzt, um in 5 bis 6 Jahren die ersten Ergebnisse vorzuweisen. In der Na. Regel brauchst du halt, um wirklich dann große Sachen zu machen, bis das hier groß wird, brauchst du 20 Jahre. Klar. Oder vielleicht auch noch länger, ne? Also Ja, bis man es sagt, halt. das dritte, siebte Jahr ist das Na. entscheidende Jahr. Na. Das merken wir, es ist sogar wirklich so. Das merken wir, die Cabernet Sauvignons, die wir Mitte der 90er gepflanzt haben, die bringen heute eine Leistung wie nie zuvor. Ja. Und es geht nicht um Menge, sondern um Tiefgründigkeit und Eleganz und auch Widerstandsfähigkeit gegen Hitze. Ja, sind einfach verlässlich. Also glaubst du aber schon, dass die Zukunft halt wärmer ist auf jeden Ja, Fall, ja, also ja, ja. auch hier in der Pfalz, weil Selbst. wenn man hört südliche Rhone und Cabernet Sauvignon und so, dann das ist ja nicht unbedingt das, wo man als erstes an die Pfalz denkt, aber Nee. wird die Pfalz dann mal die südliche Rhone Naja, oder wir das haben ja jetzt Bordeaux? das Wetter, was die Rhone Mitte der 90er Jahre hatte. Ja. Und wenn man zurückschaut oder Flaschen öffnet aus dieser Zeit, aus der Gegend dort, das ist ganz anständig, was da rauskommt. Klar. Ja. Ja, und heute kämpfen sie gegen die extreme Hitze und Ja. Trockenheit. Das machen wir ja auch. Wir arbeiten ja auch gegen die Trockenheit. Wie kriegen wir am besten, ohne Wasser zugeben zu müssen, was es nicht auszuschließen ist, aber wie kriegen wir am besten die Pflanze über den Sommer? Ja. Das ist im Moment unser großes Thema. Und das noch, ich mag das Wort nicht, aber es gibt kein anderes Wort. Das noch nachhaltig, Ja. ohne dass wir jetzt hier Energien verbrennen, um Wein machen zu können. Was macht ihr so im nachhaltigen Bereich, um dafür zu sorgen, dass das halt auch Wir weiter lassen irgendwie gewisse möglich Dinge ist? weg, die es Ja. vielleicht das Leben leichter machen würden. Ja? Auch Klimatisierung der Räume und so weiter. Dafür sind wir tief in die Erde gegangen im Neubau, um einfach das komplett ausschließen zu können. Okay. Ja, das funktioniert auch. Ja? Also Also braucht da. man weniger Kühlung oder gar keine Kühlung? In den Räumen brauchen wir überhaupt keine Ja. Kühlung. Wir brauchen die Kühlung während der Gärung, aber auch da haben wir gesagt, wir erhöhen einfach die Temperaturen ein Stück weit. In den letzten Jahren haben wir das gemacht, sukzessive. Wir sparen heute die Hälfte der Energie und die Weine sind besser. Und wir haben gerade eben schon mal darüber geredet, aber kannst du noch mal gerade erläutern, warum das hier so bunt aussieht? Also warum wir eine Zeile ist so, eine Zeile ist so und da steht es halt ein bisschen höher. Hier ist es relativ flach gemäht. Ja, also das sind jetzt unsere Arbeitsgassen. Hier fährt der Traktor über Sommer. Wir wechseln so alle 2 Jahre im Schnitt die Gassen ab. Hier ist unser Energiespeicher, unser Kraftwerk sozusagen. Wir bringen Pferdemist aus, wir bringen diese Einsaaten aus, die wir nach der Ernte aussehen oder im September, Oktober, je nach Witterung. Dann wächst es auf, so wie jetzt. Wir sind schon einmal drüber gewalzt, das ist das, was zwischendrin verrottet ist, und haben das jetzt nochmal hochwachsen lassen, um einfach das Maximale an Biomasse daraus zu bekommen. Ja. Das wird jetzt nächste Woche wird es gewalzt und dann wird es in ja, 2, 3 Wochen, wenn es verrottet ist, fräsen wir es unter. Ja. Und das bringt dann
ist es ein Wasserspeicher, dann ist es eine ganz natürliche Versorgung der Rebe. Wenn eine Monokultur, die muss versorgt werden, dem müssen wir helfen. Und das ist so unser Ding und das machen wir seit 20 Jahren. Also es ist jetzt nicht, weil die Welt ein grünes Auge bekommen hat, sondern weil wir da vor 20 Jahren haben wir damit begonnen. 2001 ging es los. Okay. Und wo kriegt ihr den Pferdemist her? Also das muss ja schon einiges an Pferdemist sein. Ja, einiges an Pferdemist. Also es gibt Pferdehöfe, die sind ganz froh, wenn man was nimmt. Ja. Ist heute nicht mehr ganz so einfach mit der Zwischenlagerung. Da gibt es auch Verordnungen, die müssen wir alle einhalten. Das machen wir auch. Deswegen haben wir den etwas reduziert. Wir haben ein eigenes Pferd. Mhm. Was zum Reiten genutzt wird von der jungen Generation. Ach so, okay, das ist für die Kids. Also nicht zum Und zum auch das lässt ab und zu mal einen Apfel fallen. Ja, klar. Und das bringen wir auch noch mit aus. Ja. Für berühmt, dass du eigentlich auf der ganzen Welt unterwegs bist, aber vielleicht kannst du mal so kurz umreißen, was du hier in der Pfalz alles machst, also in welchen Ecken du hier reinmachst und dann halt auch noch darüber sprechen, wo du sonst überall noch unterwegs bist. Ja, also das Weingut erntet auf drei Plätzen hier in der Pfalz. Einmal hier bei uns im Dorf, um das Weingut arrondiert. Ungefähr 90% rote Trauben, 10% weiß, unter anderem der Chardonnay hier, ein bisschen Viognier und jetzt die neuen weißen französischen Rebsorten, die nicht neu sind, aber für uns schon, ja. Dort eine lange Tradition haben. Dann sind wir in Bad Dürkheim, in dem vorderen Hügelbereich und dann oben auf dem Berg, Weißenham am Berg, Kirchheim, da sind wir ungefähr 200 Höhenmeter, 250 Höhenmeter höher als hier. Da haben wir dann hauptsächlich Weiß, Grauburgunder, Chardonnay und Sauvignon Blanc. Mhm. Nahezu keine Roten, die da eben sehr zeitverzögert dann auch ausreifen. Ja. Und dann gibt es dann den Sprung einmal an die Mosel mit einem kleinen Projekt. Da habe ich einen Weinberg, verarbeiten die Trauben aber in Peaceport. Mhm. Und im Douro habe ich ein kleines Projekt mit Dirk Nieport. Und in Stellenbosch bin ich eigentlich am längsten, da haben wir 2009 begonnen. Damals wollten wir nur ein Cape Blend machen. Das war die Idee, als wir das erste Mal zusammengekommen sind, Dani Stadler und ich. Und jetzt mittlerweile sind doch einige Weine daraus entstanden. Reiner Pinotage, unter anderem Coffee Clip Cabernet, reinsortiger Cabernet Sauvignon von ganz alten Reben. Und das gibt es exklusiv dann bei Berlin. Man kommt hier in den Raum rein, riecht einmal und weiß sofort, wo man ist. Da muss man gar nicht die Augen aufmachen. Der Fasskeller mit unzähligen verschiedenen Gebinden. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was du hier für unterschiedliche Fässer hast in deinem Keller und warum du diese unterschiedlichen Formate hast. Ja, als wir den Keller gebaut haben, haben wir gesagt, wir brauchen Platz für so und so viel Barriques. Also 225 Liter Transportfässer. Und die seht ihr hier ja auch liegen. Und das war 2015, haben wir ihn eingeweiht, jetzt haben wir 2021 und haben eine komplett neue Idee. Wir werden weiterhin mit den kleinen Fässern arbeiten, haben aber gesagt, wir würden gerne Oxidationsstufen, auch Konzentration im kleinen Fass ist eben höher als im großen. Auch die Frucht verändert sich schneller im kleinen Fass, das wollen wir alles reduzieren und wollen einfach mehr im großen Fass reifen lassen und auch finishen. Das heißt, wenn wir jetzt eine ganz besondere Partie haben, die nur im Kleinen war, früher haben wir die rausgenommen, in den Tank gelegt für ein paar Wochen und haben sie dann abgefüllt. Heute nehmen wir die nach ungefähr 12 Monaten Lagerdauer aus dem kleinen Fass raus, geben die in eines der großen Fässer, die variieren von 600 Liter bis 8000 Liter und finishen da drin. Das heißt, wir lassen den Wein auf unbestimmte Zeit da drin liegen, verkosten ständig. Morgen haben wir jetzt, morgen früh im Team eine große Probe angesetzt, um einfach zu sehen, wo wir stehen. Und dann entscheiden wir, wann füllen wir ab. Und dann kriegt das ganze Ding natürlich noch ein Flaschenlager. Ja, also man hat einfach eine harmonischeres Ganzes in den großen Welt. So arbeitet eigentlich die ganze Welt. Das kannst du natürlich nur machen, wenn du die Möglichkeiten hast. Klar. Haben wir erstmal den Keller gebraucht. Den hatten wir vorher nicht, dann musst du das auch selbst begreifen und du musst es vielleicht auch ertrunken haben im Endeffekt, dass du weißt, wo du hin willst. Und es ist natürlich auch eine Rieseninvestition, ne? Das ganze Holz kommt ja nicht für kleines Geld, oder? Das ist eine große Investition und trotzdem sparen wir am Ende Geld durch die großen Fässer, weil sie einfach länger halten. Jetzt sind wir wieder beim Thema Nachhaltigkeit. So ein Fass wird über Generationen verwendet. Ja? Also ich werde das Ende nicht erleben. Meine Kinder
sofern sie das hier mal machen möchten, werden das wahrscheinlich auch nicht erleben, dass das Fass ausgetauscht wird. Ja. Die kleinen Fässer werden ständig getauscht. Und ich denke, dass wir damit, die erste Investition, die tut weh, aber damit werden wir in Zukunft viel besser fahren. Ja. Und wir haben ja vorhin schon im Weinberg ein bisschen über das Terroir gesprochen. Was macht die Pfalz mit dem Wein? Wie beeinflusst das Klima den Wein? Hier haben wir jetzt ja aber auch Pfälzer Eiche teilweise im Keller. Also wir haben natürlich französische Fässer auch, wie es so klassisch ist, aber auch die Pfälzer Eiche. Was macht die Pfälzer Eiche mit dem Wein? Du schmeckst es auch. Selbst wenn wir reden jetzt gar nicht mal über Holz. Ja. Wir wollen ja kein Holz schmecken, ja? Wir wollen mit dem Holz Tiefe geben, wir wollen eine Mikrooxidation über die Holzporen. Und du merkst wirklich, wenn wir Pfälzer Eiche jetzt aus dem Johanniskreuz verwenden für Chardonnay oder Rieslinge, du hast eine wahnsinnige Frische drin, die Schlankheit wird nochmal betont. Okay. Dann gehst du in ein französisches Fass. Manchmal probieren wir das ja auch aus, wie reagiert das drauf. Heute wissen wir, was wir machen müssen. Aber zu Anfang haben wir das ausprobiert und dann haben wir gesagt, wow, ne? Viel länger, viel tiefer, auch dominanter das ganze Fass. Ja? Mhm. Das ist eigentlich ein Thema dann für große Chardonnays und dann für große Sauvignon Blancs. Ja, okay. Ja. Also für jeden Weinstil braucht man auch so ein bisschen den richtigen. Selbst rausfinden, was ist auch dein Stil. Und meiner hat sich natürlich auch verändert. Ne? Ich bin mir zwar immer treu geblieben ein Stück weit, aber je älter du wirst, zu mir hat mal einer gesagt, ja Markus, irgendwann fängst du mit Burgund an. Ne? Ich habe Burgund mit 20 Jahren nie verstanden. Mit 30 ging es langsam los und heute bin ich da voll im Thema drin. Ne? Okay. Ich hätte es aber besser damals gekauft, um heute zu trinken. Ja, das wäre eine gute Investition. Und mit D-Mark bezahlt. das stimmt. Ja, klasse. Aber wir haben jetzt gerade über Nachhaltigkeit gesprochen und auch so ein bisschen die Kultur der Holzfässer, die es ja auch schon eine Weile gibt. Aber ich habe gehört, ihr habt hier auch noch was stehen, was es noch viel länger gibt eigentlich, Gebinde, das so das ursprüngliche Gebinde eigentlich für die Weinbereitung ist. Stimmt tatsächlich. Also wenn wir jetzt ganz weit zurückgehen, da gehen wir in tausenden Jahren zurück, wurde wirklich die Tonamphora oder die Amphora an sich, wurde eben für Wein verwendet, für den Transport, für den Ausbau, die Gärung, Lagerung, alles Mögliche. Mhm. Ich muss sagen, ich habe Tonamphoren, mochte ich nie. Wenn sie eingegraben sind, eher, weil dann du hast mehr Luftabschluss. Und dann kam irgendwann mal jemand auf mich zu und hat gesagt, du musst das mal probieren, da gibt es Keramikamphoren. Da hat er gesagt, wie Keramikamphoren? Was ist da dahinter? Ja, du hast einfach, diese Tongeschichte ist sehr durchlässig und die Keramik, die kann so gebrannt werden, dass du praktisch, du simulierst die Mikrooxidation eines Holzfasses, hast aber keinen Holzeintrag. Jetzt haben wir schauen uns das einfach mal davon an. Ja, lass uns machen. Hier die berühmt-berüchtigten Amphoren. Kannst du mal erzählen, wie du darauf überhaupt gekommen bist, sowas dir ins Weingut zu stellen? Ja, also ich glaube, zu dem Thema gibt es zwei Standpunkte. Einmal Religion, da falle ich raus, und einmal Überzeugung. Sprich, den Vorteil nutzen aus diesen Amphoren. Also wir wollen hier auf keinen Fall einen Orange-Wein machen oder uns auf diese Schiene begeben. Ihr seid jetzt auch die Ersten, mit denen ich darüber spreche oder wo überhaupt was nach außen getragen wird. Es gibt kein Bild davon auf der Website, wird irgendwann mal kommen, aber das ist nicht das Medium der Kommunikation für mich, sondern wirklich Ausbau von Single Vineyards, also von Einzellagen, von speziellen Partien, wo wir gesagt haben, wir brauchen was nicht Holz ist und nicht Edelstahl. Ich mag beides super gern, aber wir haben eigentlich eine dritte Option gesucht. Und dann haben wir durch viel Probieren und viel Reden und Leute kennenlernen, bin ich dann irgendwann hier zu den Keramikamphoren gekommen. Anders als Ton können wir hier in der Porengröße variieren. Das heißt, du kannst dann einfach festlegen, wie groß soll die Pore sein, das heißt, wie groß soll der Sauerstoffeintrag ins Medium sein. Und hier ist es eben so, dass wir sind jetzt hier in der Porengröße vergleichbar mit einer dicken Fassdaube, also ganz langsame Mikrooxidation, und ich habe aber keinen Holzeintrag. Ja. Ja? Und das ist, du bringst hier halt super die Mineralik, die Frucht, die wir als Traube bekommen haben, kriegst du super mit dem Wein hier weitergelagert. Also bewahrst du im Grunde genommen die Fruchtaromen, aber hast zusätzlich dann noch diese
Reifung, das Geschmeidigwerden, das Komplexerwerden des Weins durch den zusätzlichen Sauerstoffeintrag. Genau, genau, das hast du alles, dieses Paket Komplexität. Und dann hast du aber auch einen frischen Zug da drin und eine Mineralik, die ich sonst nur im Edelstahl konserviere. Ja. Aber im Edelstahl habe ich wieder das Problem, keine Mikrooxidation. Genau, da kommt nichts rein. Ja. Ja. Und deswegen, also ich bin ein großer Fan geworden. Und wer macht sowas? Also wo bekommt man sowas her? Ja, also die kommen jetzt aus Italien. Das ist ein Herr, der die ganz alleine fertigt. Der hat drei Größen, hat drei Formen und macht halt nur so viel, wie er kann. Okay. Macht nur so viel, wie er kann, wahrscheinlich auch, wie er will. Ja. Wo er dann sagt, hier, jetzt mache ich mal zwei Tage Pause. Ja. Pause, ja. Und also es ist schön, es war auch ein schönes, also als wir den vermittelt bekommen haben, da habe ich gesagt, naja, ich hätte gerne erstmal eine. Ja. Und dann ja, sprichst du dich da rein in das Thema. Und da haben wir gesagt, also wenn wir jetzt nicht gleich einsteigen mit einer, da verlieren wir zu viel Zeit. Ja. Wir sind überzeugt, dass es funktioniert. Und heute können wir sagen, Strich drunter gezogen, das ist super. Der Steinberg Riesling ist übrigens auch teilweise hier drin ausgebaut. Mhm. Haben wir eine Amphore genommen und haben den Steinberg da rein gegeben, weil wir aus Erfahrung von der Lage wussten, die Mineralität ist so komplex, es würde in einer Amphore wahrscheinlich sehr gut funktionieren. Ja. Also ist der eine Teil in der Amphore, der andere Teil im Holzfass. Genau. Aber im größeren Holzfass. Im großen, mehrmals, also mehrjährigen Holzfass, also ja. Pfälzereiche in dem Fall, also um mehr Kühle zu haben, das Holz nicht schmeckbar im Mund zu haben und dann die Amphore dazu. Und was ist für dich der Hauptunterschied, als du die beiden Weine dann aus dem Holzfass und aus der Amphore verkostet hast? Was hat? Ja, du hast halt im Fass hast du mehr Wärme stehen und hier hast du mehr Kühle. Also mehr Frische, mehr Mineralität, die da noch gepackt ist. Ja, okay. Das möchte ich jetzt, ehrlich gesagt, also rein den Steinberg da drin mag ich nicht, weil da brauchen wir Jahre, bis wir da in die Genussreife kommen. Ja. In der Kombination ist es super. Okay. Aber das hat auch immer ein bisschen Zufall, ein bisschen Glück. Ja, hätte auch nicht funktionieren können. Klar. Ja. Und als wir dann vor ein paar Wochen die ersten Partien, so, also die drei Fasspartien und die Amphorenpartie zusammengebracht haben und uns rein probiert haben, haben wir gesagt, wow, super, ja, alles richtig gemacht. Aber im Grunde genommen ist es einfach nur noch ein zusätzlicher Farbton in deiner Farbpalette, mit der du dann quasi deine Weine malst. Ne? Ja, es ist eine zusätzliche Varianz, die wir haben. Ne? Je mehr Varianten, je besser. Ja. Und dann wählst du eben aus und baust das Puzzle zusammen. Jetzt haben wir aber genug über die Herstellung vom Steinberg geredet. Jetzt müssen wir den Wein eigentlich auch mal unbedingt verkosten, oder? Ja. Ja, es ist jetzt auch schon so, von der Uhrzeit so, dass wir das eigentlich machen sollten. Genau, also, ja. Aber obwohl wir kriegen das auch vormittags hin, gut Wein zu verkosten. Ja, aber ich denke auch, wir sollten jetzt mal ein bisschen was probieren und ich glaube, da hast du sicher schon was Spannendes vorbereitet. Ich habe was, wie man das so in der Küche sagt, ich habe da mal was vorbereitet. Ja. Wir gehen jetzt ein Stockwerk hoch okay. Und verkosten. Alles klar, super. Machen wir. Ja?